Der Kölner Künstler und Wahltübinger Herbert Rösler kam Ende 1983 mit seiner Künstlerkommune Gruppe 91 nach Tübingen. Obwohl er durch einen schweren Autounfall fast das gesamte Augenlicht verloren hatte, schuf er bis zu seinem Tode im Jahr 2006 unzählige Bilder, Grafiken, Skulpturen, Modeentwürfe, Schmuck, Möbel und vieles mehr. Seine Werke finden sich allesamt in der G91-Halle am Ortsausgang von Tübingen Richtung Reutlingen. Bis heute wird der Nachlass des Künstlers von den übrigen Mitgliedern der Gruppe 91 verwaltet. Diese stehen jetzt freilich vor großen Problemen. Denn um das Vermächtnis Röslers wahren zu können, müssen nicht nur mehr helfende Hände her, sondern es muss auch eine neue Bleibe gefunden werden. Es scheint, als ob man beim Betreten des Tübinger G91-Baus in eine ganz eigene Welt eintaucht. Eine bunte Sphäre voller Kunst und Kreativität, die dem Alltag etwas entgegensetzen will. Und ein einmaliges Sammelsurium, das die künstlerische Bandbreite Herbert Röslers eindrücklich vor Augen führt. Von Malerei über Grafik, Mode, Möbel und Schmuckdesign bis hin zu Lyrik, Prosa und Musik. Kadasch nannten Rösler und die Mitglieder seiner Gruppe 91 diesen Kunststil. 1968 hatte Rösler seinen Glauben an Jesus gefunden, daraufhin alle Zelte abgebrochen und die Künstlerkommune gegründet. Ja, die Gruppe 91 ist eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft seit über 40 Jahren. Wir sind Menschen aus ganz Deutschland. In Köln haben wir uns gegründet, im 91. Bezirk Kölns. Ein schwerer Autounfall hat uns nach Tübingen gebracht und hier sind wir uns seit 1983. Haben, ich sage mal, ein Herz gehabt, das war Herbert Rösler, war ein Künstler, Autodidakt. Ich sage immer, er war der Regisseur und wir die Schauspieler. Er hat die Ideen gehabt, wir haben umgesetzt und ja, ein Regisseur dreht keinen Film alleine und Schauspieler auch nicht. Und so war unser Leben, ich sag war, weil Herbert Rösler ist 2006 gestorben. Das Vermächtnis des nahezu blinden Künstlers wird seitdem von der Gruppe 91 bewahrt und weiterentwickelt. Die verbliebenen Mitglieder haben viele Modeentwürfe umgesetzt, aber auch eigene Kunst geschaffen. Bis zu diesem Jahr war die Ausstellung der Öffentlichkeit noch zugänglich, doch jetzt ist alles anders. Also wir dürfen seit ungefähr einem Monat vor Ostern hier keine Ausstellungen mehr machen, weil wir hatten 15 Jahre oder noch länger. Ich habe Führungen gemacht mit Schulklassen, mit Vereinen und was weiß ich und sonntags war sowieso geöffnet und jetzt ist der Brandschutz hier eben nicht so, wie er sein sollte und deshalb dürfen wir das jetzt nicht mehr. Doch eigentlich ist das Problem der Gruppe noch viel größer. Denn über kurz oder lang muss der G91-Bau komplett geräumt werden. Weil dieses Gebäude, der G91-Bau, im Straßenbau irgendwann zum Opfer fallen wird. Deshalb, wenn wir jetzt hier riesen Brandschutzmaßnahmen machen würden, können wir sowieso nicht vom Geld her. Und wenn wir Geld kriegen würden und es machen würden, wäre auch doof, weil die Halle sowieso wegkommt. Doch wohin dann mit all den Kunstwerken? Die verbliebenen 5 Gruppenmitglieder würden gerne ein Rösler-Museum aufbauen. Doch dazu bräuchten sie nicht nur mehr helfende Hände, sondern auch einen Finanzier. Sollte sich kein Gönner finden, bleibe nur der Verkauf eines großen Teils der Kunstgegenstände. Wir sind bereit zu verkaufen, aber ich sage mal, für mich ist der Herbert mindestens so wertvoll wie der Picasso oder wie der Miro oder wie in Chagall. Ich weiß, er ist nicht gehoben, dieser Schatz, er ist nicht bekannt. Und ich weiß auch, wie das im Moment so läuft mit der Kunst. Wir haben nie einen Geldkopf gehabt, außer wo der Herbert früher für die Industrie gearbeitet hat. Aber wir haben dem Schönen zuliebe gearbeitet. Wenn jemand bereit ist, das, was es uns wert ist zu geben, verkaufen wir, ja. Mehr Infos zum Schaffwerk Herbert Röslers und der Gruppe 91 gibt's auch im Internet unter der Website www.g91.eu.